Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind gerade aus den Hinterlanden und der erfolgreichen Drachenjagd zurückgekehrt. Und jetzt gibt es dann doch eine kleine Planänderung, weil ich dachte mir, es wird vielleicht mal wieder Zeit, mit den Gefährten zu sprechen. Haben wir schon eine Weile nicht getan. Wir hatten ja auch actiongeladene Szenen. Das heißt, das Programm sieht heute aus. Wir werden ein paar neue Aufträge an unsere Berater vergeben, weil die haben ja mittlerweile auch schon ihre alten gelöst. Wir werden uns eine neue Rüstung basteln, weil wir haben ja eine Wächterrüstung bekommen für das Erschlagen des Wyvern, glaube ich. Und die ist ein bisschen besser, nicht so schön, ein bisschen besser als die, die wir anhaben. Und deswegen werden wir heute eine Rüstung basteln und dann werden wir uns mit den Gefährten unterhalten. Und da machen wir alle durch und wenn es eine Stunde dauert, dauert es eine Stunde. Das heißt, seid ihr neugierig, was da passiert, bleibt dabei. Ansonsten kann ich euch jetzt schon sagen, viel mehr wird heute nicht passieren. Diese drei Sachen. Genau. So, dann hüpfen wir mal da rein. Und werden Aufträge vergeben. Wenn wir das nämlich zuerst machen und dann mit den Gefährten quasseln, haben wir hinterher noch die Möglichkeit, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, anderen doch noch einen zweiten, am Ende der Folge noch einen zweiten Auftrag an alle zu vergeben. So, jetzt wollen wir mal gucken, jetzt geht die Maus geht immer noch nicht. Naja, gut, dann sei es, wie es ist. Lass uns mal schauen, was ist da hinten? Die Anfrage. Kommandant Kalm, eure Männer sind heute Morgen eingetroffen. Es ist gut zu sehen, dass die Inquisition den Templern noch immer vertraut. Sobald wir die Stabilität des Zirkels von Hasmal sichergestellt und dafür gesorgt haben, dass keine gefährlichen Artefakte in die Hände argloser Plünderer fallen, werden wir uns euch anschließen. Sehr schön. Und wieder ein paar Mitstreiter gewonnen. Enttarnung des Doppelagenten. Hiermit gestehe ich, Abonel Harish, in Diensten der Inquisition als Maler bekannt, dass ich unsere Sache für das Versprechen der Venatori, mir einen Titel zu verleihen, verraten habe. Ich bin mir der Barmherzigkeit der Inquisition bewusst, die mir im Austausch für die Geheimnisse des Feindes, dem ich inzwischen abgeschworen habe, mein Leben verschenkt und werde meine Strafe im Kerker bereitwillig verbüßen. Ja, gut so. Wunderbar. Gut, verbesserte Stabilität. Ich habe Versprechen mehrerer Adelsfamilien eingeholt. Sie haben zugestimmt, persönliche Wachen und andere Ressourcen bereitzustellen. Wir haben unseren Teil getan, indem wir die Risse geschlossen haben. Der Adel wird nun für die Sicherheit der Menschen auf seinen Ländereien sorgen. Wunderbar. So, was haben wir noch? Die Suche nach einem Schreiberling. Rüschchen. Erstens, ihr Spiel. Ihr spielt verdammt gut Sündelfall. Zweitens, euer Hinweis zu diesem Belenforth in Kirkwall ist vielversprechend. Meine Lektorin hat sich für mich umgesehen. Sie ist ein hohes Tier der Koterie. Die Leute erzählen ihr also alles, was sie wollen oder nicht. Ob sie wollen oder nicht. Sie hat das arme Schwein aufgespürt, als er die Manuskripte aus Kirkwall schaffen wollte. Und jetzt wird es seltsam. Der Kurier dort ist ein Magistrat, Lord Werner Camring. Die Koterie würde ihn nicht mal mit der Kneifzange anrühren. Könnt ihr euch vielleicht nett und höflich mit ihm unterhalten? Tja, irgendjemand schreibt 54... Na gut, dann schick mal Liliana los, oder? Schick mal Liliana los. Mhm, genau. Verpflichtungen im Sinne der Inquisition. Nur damit die Sache geklärt ist, wir kämpfen gegen einen Magister der dunklen Brut, der die Kontrolle über etwas hat, das verdächtig nach einem Erzdämon aussieht. Da kann mir niemand mit dem Argument kommen, dies sei keine Verderbnis. Wir haben Blackwalls Verträge und wir haben einen Anlass. Thedas wird sich leicht überzeugen lassen. Josephine. Hm. Gut, der braucht ähnlich lang, dann schicken wir dich dahin. Den Bürgermeister von Kammwald aufspüren. Tja. Komm, da schicken wir den Kallen los. Machen wir uns an die Arbeit? Machen wir uns an die Arbeit? Jawohl, macht euch bitte an die Arbeit. Tja, komisch, warum die Maus immer nicht geht. Keine Ahnung, aber jetzt haben wir erstmal ein paar Aufträge vergeben. Sollten wir am laufenden Band machen, weil die schalten ja auch neue Quests frei. Und jetzt werden wir uns zuallererst mit Josephine unterhalten. Die ist nämlich ja gerade hier in der Nähe. Und dann basteln wir uns eine Rüstung. Dann reden wir mit den anderen. So, Josie. Was hat Lady Forsythia noch gesagt? Dass sie sich eher ertränkt, als der Inquisition zu helfen. Oh oh. Sonst noch etwas? Ja, dass sie uns auspeitschen lässt, wenn wir ihrem Bruder helfen. Das sieht ihr sehr ähnlich. Hab Furcht, Josie.
Wenigstens haben wir jetzt ihre Aufmerksamkeit. Okay. Hier gewinnt auch allem etwas Positives ab. Um wen geht's denn da? Wir sind gerade dabei, ein Bündnis mit Lady Forsythia von Nevarra zu schließen, euer Okay. Gnaden. Sehr schön. Die Angelegenheit ist ein wenig delikat. Hat die geworden. Was gegen Cassandra? Okay, kann ich helfen? Kann ich irgendetwas tun, um bei den Verhandlungen zu helfen? Vielen Dank, aber ich denke, ich habe alles unter Kontrolle. Ich brachte sie davon ab, Soldaten zu entsenden, als sie von unserer Übereinkunft mit einem ihrer verhassten Brüder erfuhr. Ach, du Jesus. Lady Forsythia bedient sich einfach gerne einer anschaulichen Ausdrucksweise. Ah ja. Das ist reichlich anstrengend, oder? Es ist sicherlich nicht leicht, mit so vielen fordernden, willensstarken Leuten verhandeln zu müssen. Es ist nicht weniger anstrengend als meine Zeit bei Hofe, Inquisitor. Das versichere ich euch. Aber ich gebe zu, ich vermisse meine Mitarbeiter aus der Botschaft in Antiva. Es war hilfreich, die Besuche des Tages mit ihnen durchzusprechen. Ja, ihr könnt doch mit mir sprechen, ne? Genau. Ich hätte Zeit, falls ihr einige Dinge mit mir durchgehen möchtet. Ich möchte euch nicht damit belasten. Nun komm schon. Wenn es eine Last wäre, hätte ich es euch nicht angeboten. Nun, ich gebe zu, es gibt einige mögliche Bündnisse, bei denen es mir helfen würde, sie mit euch zu besprechen. Ja, wunderbar. Dann lass uns mal drüber reden. Schau mal. Direkt auf dem Boden des Salons. Vor den Augen der gesamten Abendgesellschaft. Das klingt mir aber nicht wie Besprechung. Wer macht denn so etwas vor seinen Gästen? Der Herzog von Kellington offensichtlich. Und dann ist da noch Coles Herumgeschleiche. Das macht unseren Gästen Angst. Lord Jenner antwortet noch immer nicht auf unsere Briefe. Hm. Und Sarah, besitzt sie denn kein einziges Kleidungsstück, das keine Senfflecken aufweist? Und dann ist da noch Dorian. Der Mann weigert sich, irgendetwas ernst zu nehmen, wenn es nicht gerade seiner Laune entspricht. Und nicht zu vergessen... Oh, du meine Güte. Sind wir wirklich schon eine Stunde hier? Ganz offensichtlich. Ja. Wir flirten. Die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Ihr seid zu freundlich. Mhm. Ich hatte nicht vor, euch so lange aufzuhalten. Ihr müsst mich für eine ziemliche Klatschbase halten. Nein, ich finde euch wundervoll. Es kann niemals unangenehm sein, Zeit mit einer derart bezaubernden Dame zu verbringen, Lady Montillier. Je, ich bin... Nun, ich bin froh, dass ich nicht eure Zeit verschwendet habe. Aber ich habe euch jetzt wirklich schon lange genug in Beschlag genommen. Bis zum nächsten Mal, euer Gnaden. Ja, mach's dann mal gut, meine Süße. Na, wird's denn vielleicht doch sie werden? Ach, ich weiß es einfach nicht. Gut, und wo bin ich jetzt? Meine Güte. Ah, okay, das sehen aus wie meine Räumlichkeiten. Aber wir nehmen jetzt die Schnellreise. Ah, Mensch, im Garten waren wir auch noch nie. Meine Güte. Gut. Wir reisen jetzt zu Liliana und laufen dann von oben nach unten. Dann sprechen wir mit Liliana. Da ist sie auch schon. Wunderbar, dann können wir auch an den Kreaturentisch gleich gehen. Hey Liliana. Mit eurer offenen Unterstützung der Magier habt ihr euch wahrscheinlich einige Feinde gemacht. Macht nix. Unsere Spione werden die Situation im Auge behalten. Das ist gut. Falls wir herausfinden, bei wem die größte Unzufriedenheit herrscht, könnten wir das vielleicht sogar zu unserem Vorteil nutzen. Ihr sucht immer den Nutzen, oder? Ihr sucht immer nach einem Weg, die Dinge zu unserem Vorteil zu nutzen, ja. Nicht wahr? Dafür bin ich hier. Ungeachtet dessen begrüße ich euren Mut, für die Magier einzutreten. Tja, ihr müsst Justinia vermissen, oder? Der Tod der Göttlichen hat euch schwer getroffen. Mhm. Wie geht es euch jetzt? Oh, ihr meint wegen meines Gefühlsausbruchs in Haven. Es geht mir schon viel besser. Justinia war als Freundin so wichtig für mich und so vieles ist falsch gelaufen. Komm, erzähl mir davon. Manchmal ist es am besten, sich einfach alles von der Seele zu reden. Ich war mit der Heldin von Ferelden zusammen, mhm. als sie den Erzdämon besiegt hat. Ja. Mit ihr an meiner Seite war alles möglich. Aber es gibt kein Glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nicht solange das Leben weitergeht. Als mich die Göttliche um meine Hilfe bat, ging ich zu ihr. Das war ich ihr schuldig. Ich habe so vieles geopfert, um das Werk des Erbauers zu tun. Doch jetzt ist Justinia tot. Ich war wütend. Ich fühlte mich verraten. Aber ich hätte mich von meinen Gefühlen nicht überwältigen lassen dürfen. Bitte entschuldigt. Ah, jetzt komm schon, ey. Echt? Es gibt nichts zu entschuldigen. Ihr habt getrauert und wart aufgebracht. Ich verstehe das. Ich danke euch.
Aber genug davon. Lasst uns über angenehmere Dinge nachdenken. Ja, genau. Ich will jetzt, dass du ein bisschen was über die Wächterin erzählst. Nee. Gut. Dann gehen wir eben auf die linke Hand ein. Sie nannten euch die linke Hand der Göttlichen. Ja, richtig. Und weiter? Was ist die linke Hand? Was genau sind die Aufgaben der linken Hand der Göttlichen? Genau, gute Frage. Eine Göttliche hat immer auch Feinde. Und das galt insbesondere für Justinia. Ich habe sie beschützt. Ich habe beobachtet und hatte mein Ohr an jeder Tür. Ich habe Bedrohungen erkannt und mich um sie gekümmert. Und wieso hatte sie viele Feinde? Warum hatte Justinia so viele Feinde? Fremde Welt. Es gab viele, die der Meinung waren, sie sei als Göttliche ungeeignet. Sie hatte eine Vergangenheit, ein weltliches Leben. Anders als die meisten war sie der Kirche nicht schon als Kind übergeben worden. Sie entschied sich für sie, und das machte sie offenbar unwürdig. Und weil sie für unwürdig hielten, wollten sie ihr schaden. Ha, ihr weicht der Frage aus. Ihr habt mir noch immer nicht erzählt, was genau ihr getan habt. Ah. Ich habe schwierige Situationen gemeistert, die mit sanfteren Mitteln nicht gelöst werden konnten. Naja, Liliana halt, ne? So, wir forschen weiter. Genau, warum begleitet ihr mich nie? Die linke Hand der Göttlichen an meiner Seite zu haben, könnte da draußen äußerst nützlich sein. Oh ja. Jeder Spion draußen in der Welt ist meine Augen, meine Ohren, meine Klinge. Wo immer meine Leute sind, da bin auch ich. Mit euch zu gehen, meinen Posten zu verlassen, würde mich blind und handlungsunfähig machen. Versteht ihr? Ja, gut, okay. Dann, und was bringt eine Inquisition? Auch das fragen wir. Welches Ziel verfolgt man mit einer Inquisition? Justinia hätte die Inquisition ins Leben gerufen, falls es dem göttlichen Konklave nicht gelungen wäre, den Frieden wiederherzustellen. So war der Plan. Sie hatte gehofft, wir könnten die Grundsätze der Kirche in Frage stellen, wenn wir nur genügend Unterstützung hätten. Sie wollte, dass die Kirche gerecht mit den Magiern umgeht. Ich frage mich allerdings manchmal, warum wir uns auf die Magier beschränken sollten. Die Kirche hat zahlreiches Unrecht begangen. Wenn wir sie schon verändern, warum dann nicht gleich richtig? Ach, aber das ist nur ein Gedankenspiel. Nichts von alledem wird möglich sein, wenn wir scheitern. Tja. Gut, ich bedauere den Tod von der Göttlichen definitiv. Ich bedauere, dass sie die Inquisition nicht mehr selbst miterleben kann. Ich auch. Gut, setzen wir das später fort. Wir unterhalten uns später weiter. Genau. Ne? Sie hat vieles geopfert, jetzt ist Justinia tot. Sie hat unter anderem die Beziehung mit Martha, der Wächterin, geopfert. Die sind immer noch zusammen. Wenn ich das hier so raushöre, komm, wir reden noch mal. Gibt's noch irgendwas? Irgendwas Neues, genau. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Es scheint, als wartet die Orlesianische Armee auf unseren nächsten Zug. Einige der Generäle stehen unserer Sache wohlwollend gegenüber. Andere sind noch immer argwöhnisch. Sie wollen sehen, wie wir uns verhalten. Okay. Gut. Das wär's dann erstmal. Danke dir. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Genau. So, dann gehen wir jetzt runter. Wo geht's denn da runter? Da, da, genau. Da geht's runter. Also dann. Dann geben wir mal. Haben wir was für den Kreaturentisch? Ich weiß es gar nicht. Forschung abgeben? Hallo? Forschung abgeben? Ja, siehst du, Drachenschuppen. Drachenjungenschuppen. Das ist doch etwas. Wenigstens etwas. So, und dann macht doch hier irgendwo Dorian rum. Und dann reden wir jetzt mit Dorian. Da steht er. Hallo, mein Guter. Oh, er liest. Ein Brief oder was? Interessante Neuigkeiten. Ein Brief von Felix, Alexios Sohn. Wie geht's ihm? Lebt er noch? Er ist zum Magisterium gegangen. Hat sich vor den Senat gestellt und ihm von euch erzählt. Mit glühender Begeisterung, heißt es. Keine Ahnung, wie sie reagiert haben, aber zu Hause ist er in aller Munde. Felix war sein Geld wirklich wert. War? Ah, ist er doch tot. Er ist tot. Och je. Ein Opfer der Verderbnis. Ja, das war ja klar. Herzliches Beileid. Geht es euch gut? Er war krank und hatte ohnehin nicht mehr lange zu leben. Das heißt nicht, dass ihr nicht um ihn trauern dürft. Ich weiß. Felix hat immer Leckereien aus der Küche für mich stibitzt, wenn ich spät abends im Studierzimmer seines Vaters arbeitete. Pass auf, dass du wegen mir keinen Ärger bekommst, habe ich immer gesagt. Aber er meinte nur, ich liebe Ärger. Tevinter könnte mehr Magier wie ihn gebrauchen. Leute, die das Wohl anderer über das eigene stellen. Genau, hattet ihr ein Verhältnis? Wart ihr beiden etwa...
Felix und ich? Was für eine komische Frage. Nein, ich hatte nicht vor, Alexios Gastfreundschaft zu missbrauchen, indem ich seinen Sohn verführe. Aber der war schnucklig. Ich war in meinem Leben nicht immer so anständig. Aber mit Felix war es etwas anderes. Trotz seiner Krankheit war er der Beste von uns. Wenn er da war, wusste man, dass alles besser werden könnte. Und was ist mit euch? Ihr sagt das, als wäre er ein besserer Mensch gewesen als ihr. Was für ein Unsinn. Es gibt nur ganz wenige Leute, die besser sind als ich. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Dann ist ja wirklich gut. Also schön. Ein besserer Mensch, sicher. Aber nicht annähernd so attraktiv. Ich finde den auch ganz schnucklig. Glücklicherweise war Felix nicht der einzige anständige Bursche in Thedas. Du, wer noch? So, dann klicken wir dich jetzt nochmal an, Dorian. Gerade mal so. Ich bin zufällig Fiona begegnet. Ah ja. Anscheinend habt ihr Alexios also in die Dienste der Magier gestellt. Ja. Nach allem, was er ihnen angetan hat, ist das wohl nur gerecht. Finde ich auch. Und vielleicht erkennt er das ja eines Tages auch selbst. Tja, das weiß man natürlich nicht so genau. So, erzählt mir von Alexios. Ihr sagtet, Alexios sei euer Mentor gewesen? Er war mein Förderer und hat mich in die höheren Ebenen des Zirkels der Magie eingeführt. Im Gegenzug waren meine Erfolge die seinen. Und natürlich waren meine Erfolge äußerst zahlreich. Alexios war überaus zufrieden mit mir. Er und ich haben uns immer bei einem Glas Branntwein über den Verfall unterhalten. Darüber, dass wir das Reich eines Tages wirklich verändern würden. Und dann hat er aufgegeben. Er hat aufgehört, es zu versuchen. Tja, und warum? Warum hat er aufgegeben? Seine Frau wurde auf einer Reise nach Hosberg von dunkler Brut überfallen und getötet. Sein Sohn wurde infiziert. Ich weiß noch, wie ich davon hörte. Er war nicht dort, wisst ihr. Alexios war davon überzeugt, er hätte sie beschützen können. Und diese Schuld hat ihn zerfressen. Ich habe ihm eine Weile bei seinen Forschungen geholfen, doch dann haben wir uns auseinandergelebt. Ihr habt beide aufgegeben? Nein, tut mir das leid. Ihr hattet Streit, genau. Ihr meint, ihr habt euch zerstritten. Ich sagte ihm, er solle sich zusammenreißen und nach vorne blicken. Ich dachte, ich wüsste die Antworten auf alles. Ich habe meine harschen Worte später bereut. Aber wir haben nicht mehr miteinander gesprochen, bis er sich wegen der Venatori an mich wandte. Ich nehme an, ich war wohl einfach zu stolz. Und außerdem war ich mit Trinken beschäftigt. Man muss eben Prioritäten setzen. Ja, manchmal die falschen. So, schuldig gefühlt? Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Ihr habt euch schuldig gefühlt, weil ihr ihm nicht helfen konntet. Gut erkannt. Ich hatte eine Wahl, wisst ihr? Ich konnte mich in Selbstmitleid suhlen oder verschwinden, solange es noch ging. Wie auch immer. So tief wie er gefallen ist, bezweifle ich, dass er sich je wieder aufrappelt. Das ist wirklich traurig. So, erzählt mir von euch. Mir ist klar geworden, dass ich kaum etwas über euch weiß. Ihr meint, abgesehen davon, dass ich ein Magier aus Tevinter bin? Und ein netter Kerl. Abgesehen davon. Und abgesehen davon, dass ich so charmant und gut gekleidet bin? Du sagst es. Für jeden offensichtlich. Eitler Fratz. Na gut. Flirten tun wir nicht mit ihm, er ist schwul, da brauchen wir uns nur wirklich keine Mühe zu geben. Ihr habt auf jeden Fall eine hohe Meinung von euch. Ja. Das ist wahr. Ich könnte sicherlich bescheidener sein, aber dann würde ich lügen. Das ist ein eitler Spatz. Also, worüber hatte ich gerade gesprochen? Ach ja, über mich. Ich bin der Spross des Hauses Parvis, das Ergebnis ganzer Generationen sorgfältigster Züchtung und der Quell all seiner Hoffnungen und Träume. Natürlich habe ich das alles verachtet. Die Lügen, die Intrigen, die Illusionen von Überlegenheit. Das ist die Essenz Tevinters, nicht wahr? Unnötig zu sagen, dass meine Familie über meine Entscheidungen nicht gerade glücklich war. Eure Familie ist verärgert? Warum sollte eure Familie über eure Entscheidungen verärgert sein? Weil ich ihre großen Pläne durchkreuzt habe. Wäre es nach ihnen gegangen, wäre ich inzwischen mit irgendeinem bedauernswerten Mädchen aus einer mächtigen Familie verheiratet. Wir würden in feudaler Verzweiflung leben und einander verachten, während ich darauf wartete, den Platz meines Vaters im Magisterium einzunehmen. Nein, klingt nicht verführerisch. Ich habe diese Ehre abgelehnt, weshalb es auch das Beste ist, dass ich weit von zu Hause weg bin. So gibt es weniger Peinlichkeiten, versteht ihr? Sorgfältigste Züchtung? Was meintet ihr mit Generationen sorgfältigster Züchtung? Die bedeutenden Familien Tevinters bekommen nicht einfach Kinder. Sie veredeln Eigenschaften, rotten die Unerwünschten aus und fördern den Rest. Meine Mutter wurde für meinen Vater ausgewählt, weil die Magie in ihrem Blut stark ist. Dass sie einander gehasst haben, war unerheblich. Sie wollten einen Sohn, der Archon werden könnte und dem Haus Parvis den Neid des gesamten Reiches einbrächte. Und wen haben sie bekommen? Mich. Eine Geschichte, die einen lehrt, dass man mit seinen Wünschen vorsichtig sein sollte. Tja.
Ihr mögt hier Winter nicht? Das machen wir jetzt alles durch? Ich habe den Eindruck, ihr mögt euer Heimatland nicht sonderlich. Im Gegenteil. Ich mag mein Heimatland sogar sehr. Es hat ein unglaubliches Potenzial. Doch bedauerlicherweise vergeuden wir es. Wir weigern uns zu erkennen, wie tief wir gefallen sind, weil es leichter ist, sich etwas vorzugaukeln. Wir gaukeln uns vor, die Kunari könnten besiegt werden. Wir gaukeln uns vor, wir wären allen anderen überlegen, selbst unserem eigenen Volk. Nicht alle empfinden so. Ich tue es nicht. Doch leider sind wir die Minderheit. Aber warum mögt ihr das? Es ist nur, so vieles, was ihr über das Reich sagt, wirkt gänzlich negativ. Definitiv. Das mag vielleicht so klingen. Aber trotz all unserer Fehler besitzt mein Volk auch zahlreiche Tugenden. Wir sind enorm reich an Geschichte und Kultur. Vergesst nicht, dass es Tevinter ist, wo Thedas wahrhaftig begann. Wir schätzen unsere Vergangenheit und bewahren sie. Es gibt Nebenstraßen, in denen man nichts findet, das in modernen Zeitaltern erbaut wurde. Und entgegen dem Anschein haben wir auch Empfindungen. Tiefe Empfindungen. Für alles. Wir halten uns nicht zurück, weder im Krieg noch in der Liebe. Wenn ich tatsächlich der Meinung wäre, es gäbe für meine Heimat keinerlei Hoffnung mehr, würde ich sie nicht so sehr vermissen. Okay, und warum geht ihr nicht zurück? Wieso bleibt ihr dann bei der Inquisition, anstatt nach Tevinter zurückzukehren? Ich bin zu Hause nicht unbedingt willkommen. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde. Ich bin daran gewöhnt, ein Ausgestoßener zu sein. Es ist Teil meines Charmes. Ich kann mehr für Tevinter tun, wenn ich hier bin. Wenn die Venatori Erfolg haben, wirft das mein Heimatland um 1000 Jahre zurück. Ich bin mir sicher, einige Magister würden das anders sehen. Aber darum vernichten wir sie ja. Okay, das wär's erstmal. Ich glaube, ich habe genug gehört. Genau. Wie bedauerlich. Ich werde niemals müde, über mich selbst zu sprechen. Das wäre alles. Ich sollte gehen. Ja. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja. So, dann werden wir mit Solas reden. Geht's da runter? Zu Solas? Ich glaube, ja. Ich verlaufe mich in meiner eigenen Burg, aber das wundert euch bestimmt nicht, ne? So, Solas. Haben wir nicht mehr gesprochen, seit du mich da ins Nichts mitgenommen hast. Gut geschlafen. Das war unglaublich. So etwas habe ich noch nie getan. Sprecht ihr öfter mit Leuten in Träumen? Nein. Betrachtet es als eine weitere Regel, die ihr auf eurem Weg zur Macht mühelos gebrochen habt. Ich hatte keine Ahnung, dass der Anker euch erlauben würde, so fokussiert zu träumen. Das ist wirklich bemerkenswert. Aber ich bin mir halbwegs sicher, dass wir jetzt wach sind. Und falls ihr über irgendetwas reden wollt, bin ich gerne dazu bereit. Ja, das wollen wir doch. Er erzählt mir von Korypheus, was immer du weißt. Ich muss mehr über Korypheus erfahren. Das haben wir auf unserer Reise zur Himmelsfeste bereits besprochen. Was soll ich euch noch dazu sagen? Cassandra und Varric scheinen mehr über unseren Gegner zu wissen. Ihr habt mich immer gut beraten. Und jetzt könnte ich einen Rat gebrauchen. Mhm. Verzeiht mir, Inquisitor. Meine schlechten Manieren beschämen mich. Naja. Ich habe zwar kein geheimes Wissen, aber ich werde tun, was ich kann. Also dann. Erzählt mir von dieser Kugel, genau. Ich wüsste gerne mehr über diese Kugel in seinem Besitz. Wie ich schon sagte, muss sie das Instrument gewesen sein, mit dessen Hilfe er die Bresche erschaffen hat. Ich nehme an, die Explosion, die das Konklave vernichtet hat, war weniger geplant als vielmehr ein Unfall. Das Ergebnis der Entfesselung einer Macht, die seit Ewigkeiten danach strebte, freigesetzt zu werden. Ich verstehe nur nicht, wie Korypheus eine derartige Explosion überleben konnte. Der überlebt offensichtlich anders. Alles. Und sie ist wirklich Elfenwerk? Ihr denkt, die Kugel wurde von Elfen hergestellt? Zu welchem Zweck? Ich glaube, dass ein Magier aus Tevinter eine so mächtige Reliquie benutzen kann. Sie verbessert seine Fähigkeiten und gewährt ihm Zugang zu einer Macht, von der er nie hätte erfahren dürfen. Die Macht, den Erzdämon zu kontrollieren? Indirekt vielleicht. Schließlich wird in keiner Überlieferung eine Verbindung meines Volkes zu den alten Götterdrachen erwähnt, die Erzdämonen wurden. Es ist übrigens auch mein Volk, nur so nebenbei. Okay, und was wird er als nächstes tun? Was denkt ihr, wird Korypheus als nächstes tun? Ihr habt ihm mit der Zerstörung von Haven Schande gemacht und ihm seinen ruhmreichen Sieg verdorben. Das zuzugeben würde alles nur noch schlimmer machen. Also muss er seinen Weg fortsetzen, um keine Schwäche zu zeigen. Er wird seinen Plan weiterverfolgen, Orleans Chaos zu stürzen, um es dann Tevinter einzuverleiben. Seid ihr sicher? Seid ihr sicher, dass er das tun wird? So sicher, wie man sein kann. Vorausgesetzt, ich schätze einen Mann, der zum Gott aufsteigen möchte, richtig ein. Na ja, gut, da hast du natürlich recht. Das? Letztlich steht eines fest. Ein wahrer Gott muss sich nicht beweisen. Jeder, der es versucht, ist entweder verrückt oder ein Lügner. Sein Blendwerk wird sein Untergang sein.
Genau wie bei den zahllosen Narren vor ihm. Okay, und was ist seine Machtbasis? Was könnt ihr mir über den Ursprung von Korypheus Macht sagen? Laut Überlieferung wurden die alten Magister in Tevinter von den alten Göttern angeleitet. Korypheus befehligt einen falschen Erzdämon. Einen verdorbenen alten Gott. Das legt nahe, dass er sich nicht mehr als ihren Diener betrachtet. Einige seiner einzigartigen Fähigkeiten bezieht er aus der Verderbnis selbst. Der Rest kommt möglicherweise aus der Kugel, die er bei sich trägt. So, und jetzt erzählt mir noch ein bisschen von euren Reisen. Ich wüsste gern mehr darüber, was ihr bei eurer Erkundung des Nichts gesehen habt. Ich stehe euch gerne Rede und Antwort. Okay, erzählt mir von Geistern. Erzählt mir von einem Geist, den ihr getroffen habt. Ich traf einmal einen freundlichen Geist, der die Träume von Dorfmädchen beobachtete, in deren Herzen die erste Liebe aufweilte. Also lenkte sie ihre Schritte geschickt zu den Jungen des Dorfes, die ihre Liebe mit sanfter Zuneigung erwidern würden. Ich nannte sie die Kupplerin. Nicht viele Dörfer haben so ein Glück. Okay, erzählt mir von den alten Ruinen. Erzählt mir von den alten Ruinen, die ihr erforscht habt. Einmal entdeckte ich die Ruine von Barrendur, einer versunkenen tewinterischen Stadt, die in einer toten und öden Wildnis von begraben war. Von der haben wir gelesen. Begraben unter einer Ascheschicht. In einem einzigen dunklen Moment waren alle lebenden Wesen in der Stadt erstickt und versenkt worden. Sie waren Statuen aus Asche, Gussformen, die an das, was einst war, erinnerten. Okay, und jetzt bitte noch die Erinnerungen. Erzählt mir von den alten Erinnerungen, die ihr im Nichts gefunden habt. Einmal sah ich eine wilde Horde von Menschen, die gen Schlachtfeld marschierte. Sie sangen ein Soldatenlied, um in Formation zu bleiben. Die Melodie ließ den Boden erzittern. Der Gesang dieser wilden, ungewaschenen Krieger ließ jeden Kirchenchor verblassen. Obwohl ihre Sache hoffnungslos war, sangen sie Lieder, die die Geister zum Weinen brachten. Okay. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Jo, dann mach's mal gut, mein Guter. Wo geht's raus? Ich glaube hier. Nein, da. Wo geht's raus? Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Da? Nein, natürlich nicht. Obwohl, da sind wir im Wehrgang. Ist denn hier irgendjemand? Dann, wo sind wir denn jetzt? Auch auf einem Balkon. Und da ist auch ein Quest. Dann geht's hier raus, oder? Geht's da raus? Ja, da geht's raus. Hier muss irgendwo ein Quest sein. Ah. Habt ihr einen Moment? Ja, natürlich, Giselle, gerne. Lady Inquisitor, gut, dass ihr mit mir sprecht. Gerne doch. Ich habe Neuigkeiten bezüglich eines eurer Gefährten, des Tewinteraners. Huch! Hat er was ausgefressen? Hat Dorian etwas angestellt? Nein. Glücklicherweise nichts dergleichen. Na, das ist doch schön. Ich stehe in Kontakt zu seinen Eltern. Haus Paves in Carinus. Ah. Seid ihr mit ihnen bekannt? Nö, wir haben uns nie getroffen. Bekannt? Wir haben uns nie getroffen, falls ihr das andeuten wollt. Ich deute gar nichts an. Ich frage mich nur, ob ihr um seine Situation wisst. Hä? Seine Eltern ließen mir einen Brief zukommen, in dem sie ihre Entfremdung von ihrem Sohn schildern und meine Hilfe erbitten. Ah. Sie baten mich, ein Treffen zu arrangieren. Im Geheimen, ohne es ihm zu sagen. Sie fürchten, er würde sonst nicht kommen. Hm. Und da ihr euch gut mit dem jungen Mann zu verstehen scheint, hatte ich gehofft. Aha. Schau mal, haben wir den ersten Gefährtenquest? Sieht fast so aus, ne? Ja, dann forschen wir mal nach. Was wollen sie von euch? Warum sollten seine Eltern euch kontaktieren? Ja. Weil sie euch nicht kennen, Inquisitor. Ich gehöre nicht der kaiserlichen Kirche an, aber sie wissen, wofür ich stehe. Es sind Eltern, die sich um das Wohlergehen ihres Sohnes sorgen. Wie könnte ich nicht versuchen, ihnen zu helfen? Mhm. Was ich wollen würde die? Ja selbst mit dem jungen Mann sprechen, aber er mag mich nicht besonders. Tja. Deshalb komme ich zu euch. Wenn wir das Blatt irgendwie zum Guten wenden können, müssen wir es versuchen. Hm. Welche Art von Treffen, genau? An welche Art von Treffen hatten Sie dabei denn gedacht? Ich glaube, Sie wollen nur mit ihm reden, um zu verstehen, was Dorian veranlasst hat, hierher zu kommen. An einem vertraulichen Ort. Nicht in der Himmelsfeste, aber auch nicht in Tewinter. Ich denke, ihr macht sie nervös. Sie verstehen nicht, warum er sich der Inquisition angeschlossen hat und wollen, dass er nach Hause kommt. So, und wenn er nicht will? Kann ja sein. Was, wenn Dorian das nicht will? Dann ist das Thema hoffentlich erledigt.
Und falls nicht, nun, deshalb solltet ihr ebenfalls dort sein. Heide Witzka aber auch. Was haben wir denn noch? Heißt das, dass die ihm das vorher nicht sagen wollen, oder was? Sie wollen nicht, dass Dorian Bescheid weiß? Aha, okay. Sehr seltsam. Sie denken, der junge Mann würde sich weigern. Und das nicht ohne Grund, wie ich den Brief entnehme. Allerdings bereuen Sie, was vorgefallen ist. Das ist eine Chance auf einen Neuanfang. Ach du Jesus. Es ist hinterlistig, den jungen Mann ohne sein Wissen zu diesem Treffen zu locken. Aber wäre es nicht ein Akt der Güte, wenn dadurch die Möglichkeit auf Versöhnung besteht? Ja, aber hey, ich täusche Dorian nicht. Wenn ihr denkt, ich bringe Dorian mit einer List dazu, seine Familie zu treffen... Ja, mach ich nicht. Ich hatte befürchtet, dass ihr das sagt. Gut so. Die Familie würde einen Dienstmann schicken, der mit dem jungen Mann in der Taverne in Radcliffe alles Weitere bespricht. Sollte er tatsächlich keine Versöhnung wollen, kann er dann immer noch Nein sagen. Ich hoffe, ihr überlegt es euch anders, Inquisitor. Vielleicht wird Ihr Brief euch überzeugen. Wenn es in dieser Angelegenheit einen Funken Hoffnung gibt, obliegt es uns zu helfen. Okay. Offiziell wirkender Brief. Das lesen wir jetzt. Euer Hochwürden. Ich verstehe, dass ihr euch außerstande seht, Dorian in einem geheimen Treffen zu bringen. Schon die Frage füllte mich mit Zweifeln. Aber da mein Sohn jeden Kontakt abgebrochen hat, ist das der einzige Weg. Ich kenne ihn. Er wäre zu stolz zu kommen, wenn er davon wüsste. Auch nur zu einem Gespräch. Und mehr wollen wir gar nicht. Der Gedanke, dass Dorian sich im Süden derartigen Gefahren aussetzt, bereitet uns mehr Sorge, als ich in Worte fassen kann. Falls das Unterfangen irgendwie gelingt, haben wir einen Bediensteten der Familie in den Wandralhügeln, der Dorians Ankunft erwartet. Er bringt den Jungen dann zu uns an einen privaten Ort. Sollte sich Dorian nachdrücklich weigern, ihn zu begleiten, endet die Sache dort. Und wir können nichts mehr tun. Wir wissen keinen Rat mehr. Mit ergebensten Grüßen. Gut, haben wir jetzt einen Gefährtenquest bekommen oder muss ich mit Giselle weiterreden? Ach, der blöde Weg des Sturmwebers, richtig. Letzte Bastion guter Menschen? Rede mit Dorian. Oh, wir müssen mit Dorian Venatori auslöschen. Okay, gut. Mit Giselle kann ich nicht mehr sprechen, dann überlegen wir uns das. Aber ich werde natürlich mit ihm über den Brief reden. Also sowas mache ich nicht. Definitiv würde ich im normalen Leben auch nicht tun. Varric! Womit kann ich dienen? Hawk. Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen und hätte ein paar Fragen dazu. Das haben wir doch schon gemacht, ne? Nur zu, schieß los. Genau, das hatten wir schon. Man sieht sich. Sonst irgendwas, was wir mit dir reden können? Ich hätte da eine Frage, genau. Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Gut, was arbeitet ihr? Mir ist nicht ganz klar, womit ihr euer Geld verdient. Seid ihr ein Händler? Ich bin Geschäftsmann. Meine Familie hat einen Sitz in der Händlergilde der Zwerge. Händler kaufen und verkaufen Waren. Geschäftsleute kaufen und verkaufen Läden. In meiner Freizeit leite ich ein Spionagenetzwerk. Und ab und an schreibe ich Bücher. Ja, das wissen wir. So, dann forschen wir mal nach. Welche Bücher schreibt ihr? Ihr seid ein Schriftsteller. Welche Art von Büchern schreibt ihr? Ich habe mich schon an verschiedenen Gattungen versucht. Vor allem meine Kriminalromane sind recht beliebt. Knallhart in der Oberstadt. Wachen, die das Gesetz brechen, um die Dinge zu regeln. Wow. Mein bekanntestes Werk ist Geschichte des Champions. Böse Zungen behaupten, es wäre mein schlechtestes. Ich habe es auch schon mit Liebesromanen versucht. Schwerter und Schilde. Aber ganz ehrlich, ich habe kein Händchen für Romantik. Die meisten meiner Geschichten enden tragisch. Das sagt vermutlich etwas ziemlich Unerfreuliches über mich aus. So. Könntet ihr Liliana ersetzen? Was für eine blöde Frage, natürlich nicht. Wenn ihr ein Spionagenetzwerk betreibt, warum ist dann Liliana unsere Meisterspionin? Ganz ehrlich? Weil sie die bessere Meisterspionin ist. Einfache Antwort. Die wirklich guten Meisterspione wahren immer eine gewisse Distanz. Sie hängen nicht an ihren Leuten. Aber ich spiele ständig das Kindermädchen für meine Informanten und sorge mich um ihre Familien. Da sind wir bei ihr schon in besseren Händen.
Okay, jetzt, welche Läden gehören euch? Dann haben wir das auch durch. Was für Läden gehören euch? Gar keine. Das war nur ein Beispiel. In der Regel investieren wir in Geldverleiher. Auktionshäuser, ein paar Söldnertruppen, einige Schmieden. Wenn ich mich nicht irre, gehört uns irgendwo in Rivane eine halbe Rübenplantage. Das hat alles mein Bruder geregelt. Bartrand war der Geschäftsmann von uns beiden. Er hatte zwar null Feingefühl, aber jede Menge Sinn fürs Geschäft. Okay, das wäre vorerst alles. Danke, ich danke dir, Varric. Kein Problem. So. Ich denke, jetzt machen wir noch ein Gefährtengespräch. Und dann machen wir die anderen, sonst wird es nämlich wirklich tierisch lang, machen wir die anderen in der nächsten Folge. Das ist wichtig, dass wir das tun, Leute. Also insofern, wo ist denn Sarah jetzt? Hallo? Wo steht ihr denn jetzt? Ah, Sarah ist da reingezogen. Da ist der eiserne Bulle. Und Cassandra? Dann reden wir jetzt mit dem Bullen und dann machen wir Schluss für heute. Mit dem haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig unterhalten. Einmal kurz, aber nicht so richtig. So, komm mal her, Bulle. Was liegt an? Nachforschen. Erzählt mir von den Kunari. Ich wüsste gern mehr über die Kunari. Schreibt ihr etwa ein Buch? Ich wüsste gern mehr über euch. Es ist eure Kultur und ich möchte euch besser kennenlernen. Genau. Ihr könnt mich ja einfach fragen. Tu ich doch. Genau das mache ich doch. Ja, eben. Also gut. Was wollt ihr wissen? So, jetzt nachforschen. Genau. Wie ist es dort aufzuwachsen? Jetzt werden wir ein bisschen was über die Kunari erfahren. Wie ist es unter dem Kuhn aufzuwachsen? Die Temesserans ziehen uns in Gruppen aus gleichaltrigen Kindern auf. Sie sind wie Lehrerinnen oder Schwestern der Kirche. Sie helfen uns außerdem herauszufinden, für welche Aufgaben wir uns eignen. Mich hatten sie schon ziemlich früh als Soldat abgestempelt. Als sie aber herausfanden, dass ich sowohl zuschlagen als auch lügen konnte, haben sie begonnen, mich für die Ben Hasrat auszubilden. So, heißt das... Genau, eure Arbeit war nicht eure Wahl. Das ist ja eigentlich eine fremde Sache. Also hat das Kuhn entschieden, welcher Arbeit ihr nachgehen solltet. Ihr hattet kein Mitspracherecht? Ich schätze, ich hätte so tun können, als würde es mir keinen Spaß machen, auf Dinge einzuschlagen. Aber warum hätte ich das tun sollen? Ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Und das hat mir Spaß gemacht. Soweit ich es beurteilen kann, war die Entscheidung der Temesserans richtig. Okay, weiterforschen. Genau, wie werdet ihr regiert? Wie sieht die Herrschaftsstruktur bei den Kunari aus? Das ist ziemlich einfach. Wir haben das Matriarchat, die Priesterschaft und das Militär. Ah ja. Die Priesterschaft überlegt sich, wie die Kunari theoretisch leben sollten. Das Matriarchat setzt diese Überlegungen dann in die Praxis um. Und das Militär beschützt die Kunari vor Gefahren von außen. Mhm. Und gibt es da viele Unstimmigkeiten bei der Gewaltenteilung? Funktioniert das tatsächlich? Kommt es da nicht immer wieder zu Auseinandersetzungen? Nicht so, wie ihr denkt. Die Leute sind nicht immer einer Meinung, klar. Aber wir haben die Priester, um Meinungsverschiedenheiten zu klären. Hier in Orlais wird die Politik von Leuten gemacht, die ihr eigenes Wohl über das der Gesellschaft stellen. Wenn jemand das bei den Kunari versucht, rücken ihm die Ben Hasrat den Kopf zurecht. Oder sie töten ihn. Mhm. Schau, schau. Ihr heiratet nicht? Stimmt es, dass die Kunari nicht heiraten? Ja, das stimmt. Die Kunari lieben unsere Partner wie jeder andere auch. Aber wir haben keinen Sex mit ihnen. Erstaunlich. Kunari haben keinen Sex? Lacht er. Oh, wir haben auf jeden Fall Sex. Es gibt Temesserans, die unsere Korken knallen lassen, wann immer es nötig ist. Okay, wirklich? Ernsthaft? Ja. Bei uns ist das keine so große Sache wie hier. Es ist, ich weiß nicht, als würde man zu einem Heiler gehen. Manchmal ist es eine lange, komplexe Geschichte. Es dauert den ganzen Tag und anschließend läuft man kurz. Ach was, ach nee. Bei anderen Malen ist man schon nach 5 Minuten wieder draußen. Zack, bumm, danke, wir sehen uns dann nächste Woche. So. Tja, das ist seltsam, mir fehlen die Worte. Ihr kennt keine wahre Hingabe, das ist Blödsinn, das klingt großartig. Ah ja, komm, mir fehlen die Worte. Ja. Das klingt anders. Anders, ja. Ja.
Trotzdem macht es hier mehr Spaß. Es gibt viel weniger Rituale und ist deutlich spontaner. Außerdem gibt es bei euch Rothaarige. Rothaarige. Was haben die nur alle mit den Rothaarigen, du meine Güte? So, wie sieht euer Alltag aus? Das wollen wir alles wissen. Inwiefern unterscheidet sich das alltägliche Leben der Kunari von unserem? Ich schätze, das hängt von der Arbeit ab, der man nachgeht. In einigen Fällen gibt es kaum Unterschiede. Eine Bäckerin in Valrhoa Jo steht auf, zieht sich an und beginnt mit ihrer Arbeit. Eine Bäckerin in Par Wollen macht genau dasselbe. Sie interessieren sich nicht für das Reich oder das Kuhn. Sie versuchen möglichst keine Eier zu zerbrechen und hoffen, dass der Teig richtig aufgeht. Tja. Es kann nicht genau dasselbe sein. Bei den Kunari gibt es keine persönlichen Freiheiten. Was denkt ihr, wie viele persönliche Freiheiten die Bäckerin in Valrhoa Jo wohl hat? Im Leben geht es nicht um Freiheit. Die Bäckerin in Par Wollen fragt sich, ob sie genügend Eier bekommt, um ihre Arbeit machen zu können. Werden sie rechtzeitig geliefert? Wird das Küchenpersonal ihr Brot abholen, solange es noch frisch ist? Oder verspätet es sich und wirft ihr dann vor, dass das Brot zu trocken ist? In Valrhoa Jo ist es genau der gleiche Mist. Die Leute sind, wie sie sind. Gut, wie wäre Thelas unter dem Punkt? Denkt ihr je darüber nach, was geschehen würde, wenn die Kunari Orle oder Ferelden eroberten? Einigen wie Cassandra oder Cullen würde es gut gehen, falls sie die Kämpfe überleben. Die beiden lieben Regeln. Die Magier allerdings. Ja. Vivienne ist zu politisch, Dorian zu arrogant und Solis einfach nur merkwürdig. Sie alle wären am Ende tot. Oder Schlimmeres. Das klingt nicht Cole gut. Cole würden sie töten, weil, ihr wisst schon, Dämon und so. Und Sarah würde mit gebrochenem Geist in irgendeinem Laden die Böden kehren. Nicht schön. Um also eure Frage zu beantworten. Nein, ich denke nicht sonderlich oft darüber nach. Okay, und was bedeutet Kunari? Das Wort Kunari. Bezeichnet es das Volk oder die Religion? Genau. In gewisser Weise beides. Die Menschen und Elfen, die dem Kuhn folgen, sind die Vedathari. Die Kunari, die sie vom Kuhn lösen, sind die Telvashoth, Deserteure. Und das Volk vor dem Kuhn? Was ist mit den Kunari aus der Zeit, bevor es das Kuhn gab? Diejenigen, von denen wir abstammen, werden die Kosseth genannt. Aber wir benutzen das Wort nicht für unser Volk. Wir kamen aus dem Norden nach Thedas, weil die Kosseth... Ich weiß es nicht. Wir mussten einfach gehen. Warum, wird aus den Geschichten nicht klar. Aber was auch immer sie sind, ich denke nicht, dass sie uns sonderlich ähnlich sehen. Okay, bis später, mein Freund. Bis später, Bulle. Bis später, Bulle. Mit euch zu reden, Boss. Oh, das ist ja nett. So. Oh, ich habe ihn nochmal angeklickt. Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Ihr wolltet mir etwas zeigen? Ja. Das sollte ich mir ansehen. Kommt mit, ich zeige es euch. Ja, dann kommen wir mit. Dann wollen wir mal gucken, was der Bulle uns zeigen will. Hallo? Warum bin ich so angezogen? Das seht ihr gleich. Kommt schon. Kämpfen? Ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hallo? Guten Abend. Ich bin der Eiserne Bulle. Meine Söldnertruppe hat sich euch vor kurzem angeschlossen. Tanner, ich bin aus Jada. Naja, aus der Nähe von Jada. Myra. Ich war Hauptmann der Wache bei Lady Pendel. Sie hat mich angeheuert, nachdem dieser Scheiß beim Konklave passiert ist. Wollt ihr was trinken? Und wer ist das? Das ist Grimm. Sie redet nicht viel. Dann sag ich mal nicht viel. Also, seid ihr bereit, ein paar Dämonen oder Venatori zu töten? Oder was auch immer dieser Arsch von Korypheus ist? Es geht hier nicht nur ums Töten. Wir helfen dem Inquisitor, die Welt zu retten und ein neues Reich zu errichten. Ah. Sollen wir mal wenig sagen? Ja. Na ja, solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Deshalb habe ich mich ja schließlich verpflichtet. Ich konnte einfach nicht mein ganzes Leben auf einem Bauernhof verbringen. Ich musste ein wenig leben, versteht ihr? Was ist mit euch, Myra? Wieso seid ihr dabei? Ich dachte, ihr dient irgendeiner Adeligen. Ich habe gesehen, was in Haven passiert ist.
wie der Inquisitor diesem Monster und seinem Erzdämon Auge in Auge gegenüberstand. Ich singe den Gesang des Lichts nicht so oft, wie ich sollte. Aber niemand kann so etwas miterleben und trotzdem nicht glauben. Hm. Wieso erkennt die mich also dann nicht? Also dann, Grimm und ich sollten uns auf die Suche nach unseren Zelten machen. Danke für eure Gastfreundschaft. Vielleicht hätte ich doch was sagen sollen, da hätte ich was über den Blick des Volkes auf mich erfahren. Ich kenne jeden Kämpfer unter meinem Kommando. Ihr habt diese Möglichkeit nicht. Aber es kann nicht schaden, ein paar Gesichter zu kennen. Das ist wohl wahr. Es war gut, ihre Sichtweise kennenzulernen. Ja, für Jungs wie Tanner könnten wir offenbar einen leichten Sieg brauchen. Und Veteranen wie Myra haben schon genug erlebt, um wachsam zu sein. Ihr habt eine gute Armee aufgestellt. Vergesst es nicht. Egal, was auch kommen mag. Das war ja jetzt nett. Ja, wunderbar. Guter Bulle. Ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Wir unterhalten uns morgen mit den anderen Gefährten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, so ihr noch da seid. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.